Ein weiteres kleines Tutorial, wie man mit einem 3D-Gelände, wo man schon einen Abzug gemacht hat, wo praktisch eine Straße, ein Platz für eine Straße einem Gelände folgt, mit Hilfe nur eines Morphs einen Querschnitt dem folgen lassen könnte. Ich werde das mal versuchen zu illustrieren. Und zwar, als erstes mache ich mir ein Morph-Dreieck, am besten ein mit dem Querschnitt, in dem ich den haben will. Zum Beispiel halte ich mich an der Y-Achse mit 1,2 Meter. Gehe mir jetzt dahinter, dass ich das mache. So, also von hier nach hier habe ich gefahren. Ich möchte jetzt 30 cm hoch werden mit meinem Weg, also in der Z-Achse Kammer 3. Halte ich den Winkel fest, zeige den Anfangspunkt, beende es. Oh, Moment, ich habe einen Fehler gemacht. Stand 2. Ich glaube, das war's, oder? Moment, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich nehme das mit. Ich habe das vorher schon mal gemacht, deshalb. Okay. Das Ding, kurz eine andere Farbe, damit ich es gut sehe. Lackgelb, okay. Steuerung E von hier, Steuerung 0 nach findet einen Punkt. Irgendeinen Punkt brauche ich. Ist interessant. So ist es nichts. Ach ja, das sind ja die einzelnen Punkte nicht. Da wäre es günstig, das vorher in einen Morph zuzulegen, dann kann ich diese Punkte hier angreifen. Also das, rechte Maustaste, Auswahl in Morphs konvertieren, okay. Der Unterschied ist, ich habe jetzt hier Punkte, die ich angreifen kann, gegenüber vorher dem Gelände, wo ich es mit dem SOE-Befehl ausgeschnitten gehabt habe. So, Steuerung E. Setze ich mir hier rauf? Nein, geh nicht zurück. Kann es nicht sein. Macht er nicht. Wenn ich es nur versetze. Verschwindet immer. Da ist es aber. Hier ist es auch. Okay, muss ja da sein. Dann einmal vielleicht nur über diese Funktion. Steuerung 3. Da ist es. Hat es mir aus irgendeinem Grund nicht angezeigt, die ganze Geschichte. Steuerung 2, das stimmt. Dann das in 3D gleich in die richtige Richtung drehen. Steuerung D. Von hier nach hier. Alles brauche ich nicht. Ich brauche nur das. Steuerung D. Von hier nach hier. Rechten Winkel dazu. Das ist schon weg. Das ist unglaublich. Verschwindet mir das? Ah, weil es im anderen Geschoss ist. Moment. Geschosseinstellungen, das ist klar. 8 Meter hoch. Okay. Jetzt sehe ich es wieder. Gut. Steuerung E. Gibst mal ganz raus die ganze Geschichte. So. Jetzt kann das dann. Passt aber im Winkel wieder nicht mehr. Dann das Ganze in 3D. Hier sieht man es. Ich gebe es aber noch weiter auf. So, und jetzt brauche ich noch eine Morph.
Morph-Linie, die dem Gelände folgt. Also Morph-Linie von hier, wo ist es, nach hier. Ein Fehler, zurück. Ich mache es jetzt etwas mit größeren Schritten, die ganze Geschichte. So. Steuerung 2. Jetzt habe ich eben hier diese neue Morph-Linie und diese Steuerung 3. Die beiden, rechte Maustaste, Bullshit-Operation, vereinen. Ein wesentlicher Schritt. Das Ding kann ich jetzt dem einfach folgen lassen. Er würde sogar, wenn ich das mit Kurven mache, den Kurven nachfahren, solange es vereint ist. Das Ding fällt mit dem Gelände mit. Das heißt, man sieht hier, links ist es höher wie rechts. Und es hat einen geraden Querschnitt. So, die drei. Steuerung 3. Man sieht, es folgt praktisch dem Gelände. Und jetzt könnte ich die einzelnen Morph-Punkte hier dieses Geländes wieder einfach schnappen. Das wäre allerdings dann sinnvoll, den Cursor umzuschalten auf Einzelelement, das heißt diesen Punkt hier müsste ich dann zum Beispiel hier raufgeben. Ne? Ah ja gut, da musste ich die Kante mitnehmen. So, hier rauf. Also ich müsste mit Kanten arbeiten. Dann könnte ich das alles schön anpassen. Und so weiter. Könnte ich das Gelände dem Weg anpassen. Durch das, dass es ein Morph ist, ist das etwas aufwendiger. Aber es geht. Durchaus machbar. Gut, danke, das war's.